Damit willkommen zurück. Seid gegrüßt zu Palwood. Ein Video starten am Stream mit Palwood. Auf geht's. Ein neues Abenteuer. Ich habe hier schon eine Welt, die ich Edinburgh genannt habe. Einfach komplett random unter meinem Namen. Einfach um es auszutesten, habe ich schon mal ein paar Stunden gespielt. Um jetzt nicht komplett los dazustehen. Ich werde trotzdem komplett los dastehen, aber ja, wir machen uns eine neue Insel, für die ich mir natürlich noch keinen Namen ausgedacht habe. Spielt auch, glaube ich, nicht wirklich eine Rolle. Im Lauf des Spiels. Wie nennen wir das jetzt? Fantasy City Generator. Mal schauen. Country and Nations Name. So habe ich auch den Namen von dem anderen erstellt, auch mal. Siehst du, klingt hier irgendwas gut? Das passt doch, das ist der Plätan. Das ist so ein bisschen, fast wenn man ein paar Buchstaben verwechselt, so wie Pal. Hätte ich auch Streamwelt nennen können. Kleider. Diesen Begriff kannst du keinen mehr spielen. Ja, ich weiß, irgendwie ist da. Fehlerbehebung ist auch für die Katz. Mehr Spieler ist irgendwie nicht drin. Nach wie vor nicht. Schwierigkeitsgrad normal. Das ist ein Schwierigkeitsgrad für diejenigen, die schon einmal Survival-Spiele gespielt haben. Ein harter Kampf ums Überleben auf der Insel. Palapagos. Die Spieleinstellung wird ausbalanciert. Die Ausrüstung und Materialien werden nach dem Todesort fallen gelassen. Ja, ich denke, das können wir spielen. Du verlierst du nichts. Das ist ja. Und Preis. Oh Gott, nein. Wir spielen es auch normal. Ich klicke mal auf Bestätigen und dann. Geht's auf den Karte-Editor. Ladescreen. So, jetzt haben wir. Den nenne ich mal, mit nämlich Mix Zweige. Nach Spielbeginn kannst du deinen Charakter nicht mehr bearbeiten. Eine Bearbeitungsfunktion ist für ein zukünftiges Update geplant. Da freue ich mich drauf. Ja, das Spiel ist natürlich in Early Access. Deswegen gibt es hier noch ein paar Problemchen. Aber das, ja, das läuft trotzdem schon so halbwegs. Also hier haben wir ein paar Typen, von denen wir schon wählen können. Vorstellungen. Letzte Reihe, die zweite. Kann man natürlich noch ein bisschen anpassen, so sehr viel. Obwohl es ist sehr viel anpassbar, also man kann da wirklich. Wenn man mal grunzt, das wäre gut. Es ist der. Die Möglichkeiten da anzupassen, ist viel zu extrem. Ich überlege, ob ich mir einen wilden Charakter mache, wie mit pinken Haaren und so. Oder ob ich mal ein bisschen halbwegs ernsthaft versuche. Da
das Modell als Vorlage, warum nicht? Ja, kann man auch ganz blass machen, nur grüne Hautfarbe und so nehmen. Aber ich würde sagen, im Survival Game braucht man nicht komplett bleich zu sein. Das ist eine Aha. Und nicht komplett gleich zu sein, weil es in der Natur kann man ein bisschen. Ja. Jetzt können wir hier halt wirklich. Uff. Wirklich übertreiben. Alles auf Max. Die 50 ist so, glaube ich, das so das. Das Übliche, das wirklich natürlich nehmen. Nachdem wir auf 5 gestellt haben, ein bisschen niedrig. Eigengröße. Torsogröße, glaube ich, können wir ein bisschen. Das ganz schlank ist ja dann auch. Immer noch ziemlich schlank. Man läuft doch am Anfang erstmal hier mit dem Stoffgewand eine Weile rum. Mit dem Kraftstoff ist aktiv auf dem Rücken. Später kriegt man dann noch andere Klamotten. Und kurz kann man ein bisschen Kies machen. Oder ganz dünn. Ja. Was auch immer. Da wird es jetzt interessant. Können wir jetzt hier übertreiben mit den Augen. Ich glaube, ich lasse das so. Die Augen können wir hier. Oh Gott. Wirklich ausgelöscht vom Cyborg. Ganz abenteuerliche Sachen können wir hier reinmachen. Dann nehme ich die hier. Und Farbe Grün, die kann man auch noch anpassen. Bisschen Grau noch mit reinmischen. Also man kann ja einiges tun. Leuchtend grün. Einfach so, versuche hier so ein bisschen grün, braun, grau. Mensch. Ja. Augenbrauenfarbe. Machen erstmal die Haare und passen es dann an. Dann wir einmal die Frisur, die wir hatten. Ja, das könnte auch was sein. Glatze. Hier die Pokémon-Spielerin. Nein, jetzt habe ich das böse Wort gesagt hier. Sieht nicht schlecht aus. Hat auch was. Ach Gott, dieses Husten hier. Bin unbedingt Fan von dieser Frisur.
Auch wild. Das hat auch was. Ich nehme die Frisur. Warum nicht? Haarfarbe. Ich will was ganz Wildes machen. Grün. Rot gefärbt. Blond gehen. Orange. Noch ein bisschen anpassen. Da sehen wir, dass braun und orange drum ist. In der Helligkeit hochgehen. Und da haben wir schon Geräusche und Preis. Joa. Gott, was ist denn los hier heute? Ich bleib bei der Frisur. Warum nicht? Ich glaube, die passt am besten. Wir haben mehrere Stimmen. Ja, na dann. Beginnen wir das Spiel. Auf geht's. Towers are the key. Tree holds the truth. Kleine Einführung. Wir starten ins Abenteuer. Und hier haben wir ein Tutorial, was uns schon so ein bisschen sagt, was wir tun können. Und wir gehen erstmal zurück. Erstmal Survival. Bisschen weiß ich schon, was wir machen können, aber hier, weil ich mache das jetzt mal hier, weil bin hier noch nie zurückgegangen. Mal als erstes nach vorne gelaufen. Notizen Schiffsbrüchen. Tag 1:1. Hier mal unser Inventar, das Team, haben wir Dinge, die wir bauen können. Da gibt's noch mal hier ganz runterscrollen. Oh Gott, da gibt's so viele Sachen. Dann später auch viele Waffen werden. Und dann auch Gewehre ganz später mit Level 39 und so. Hier haben wir hier wirklich, weil Klamotten, wie ich schon gesagt habe, jetzt dann später ganz interessant ist hier moderne Sachen. Wenn wir Strommast zum Aufbauen. Das wird lange dauern. Wir fangen hier erstmal mit den Basics an. Ich muss schon die ersten drei Pokémon eingetragen. Lammball, Kratzwia, Chipki. Online halte ich für eine Lüge. Und da haben wir die Option. Na toll. Das können wir jetzt nicht mehr am Mond husten, genutzt. Hier haben wir unseren Ausdauerbalken. Rechten Seite. Der wird uns noch früher oder später zum Verhängnis werden.
Ja, früher. Dann mal raus hier in die Wildnis. Und das, was ihr im Hintergrund hört, das ist auch der Soundtrack des Spiels. Es gibt hier nur, es gibt hier nicht wirklich Soundtrack. Es gibt nur diesen Sound, den wir hier haben. Deswegen werde ich mal kurz die Playlist anschmeißen. Ruhige Hits von 96% Steam sicher. Ein bisschen random Musik im Hintergrund, damit wir ein bisschen was an Musik haben. Playlist habe ich schon für Minecraft benutzt. Da passt sie hier auch. Oh, Level 2. Fantastisch. Expeditionsüberleben haben wir noch, ne? Also wir werden jetzt erstmal, ich werde jetzt erstmal einen Ort suchen, wo ich meine Basis aufbauen kann. Bevor wir anfangen zu bauen, sollten wir hier mal Materialien sammeln. Eine Werkbank müssen wir noch uns irgendwo aufbauen, aber ich sollte erstmal durch die Wildnis laufen und erstmal einen Platz suchen. Meiner Erfahrung nach, wenn ich hier eine Basis anfange zu bauen, dann bleibe ich auch für die nächsten Stunden in diesem Ort stehen. Also in meinem privaten One habe ich direkt hier am Start in diesen Ruinen dort mein Basis aufgebaut. Das werde ich mal jetzt, wenn wir jetzt schon ein bisschen nach vorne rennen, zurückrennen können wir immer wieder. Ich hoffe, dass mit Level 2 jetzt nicht in so starken Parts reinrenne, zum Bossfight oder so. Ich habe hier natürlich 3 Punkte. Kann ich schon mal hier mal LP Ausdauerangriff, Verteidigung, Arbeitstempo, Gewicht. Ja. Gewicht wird noch sehr. Ich fange jetzt schon mal an, auf Gewicht zu leveln. Das ist dann, damit wir viel Inventar schleppen können. Suchen jetzt mal einen schönen Ort. Mit viel Platz. Hier wäre es doch vielleicht nicht schlecht. Wenn wir mal ein bisschen. Und viele Bäume, viele Steine im Weg, viele Pals. Nur mal ein bisschen müssen ausbauen können. Ein bisschen Holz mitnehmen. Ich schon die erste Truhe. Stecken noch in Wildnis rum. Hab schon Goldmünzen und ein paar Palsfiere gefunden. Kann schon unser erstes Pal fangen. Wie holen wir denn als erstes? Ich glaube, ein Lampball wäre zum Anfang nicht ganz verkehrt. Und den Fehler, den ich aus dem Privatspielen schon gelernt habe, mir auf große Gegner zu stoßen. Und dann werde ich hier mal ein bisschen versuchen. Ich habe noch keine Axt, also vielleicht, ob wir das machen sollten. Egal. Ich habe Fäuste. Klappe. Und das war ja sehr gut. Fantastisch. Hab ich mal gezeigt, wie es nicht geht. Gut, da suchen wir uns mal. Vielleicht mal zwei, wenn er verbraucht. Zwei Sphären.
Bevor es abends ist, sollten wir uns mal ein Bötchen suchen. Die Flucht guckt hier schon. Hier sind viele Beeren. Das könnte doch was werden. Wo ist der Wasserfall direkt? Palium. Eine schöne Aussicht hier. Drunten und drunten sind schon die nächsten. Das nächste Prallgebiet. Mit Sicht auf den Wasserfall. Oh, ich glaube, ich würde sagen, wir fangen uns mal an zu bauen. Das ist nicht der schlechteste Bereich. Oder wollen wir es da drüben auf dieser Ebene machen? Und da haben wir auch sehr viel Platz. Hat eher weniger. Das bietet sich doch an. Eine schöne Freifläche. Eine Kiste nebenbei. Nur die Palsphären. Ach. Kommt das. Kommt nun das Kratzen hier. Das ist nur das Kratzen. Dann fangen wir uns ein Hühnchen. Sehr gut. Erst in die Luft schlagen. So wird's gemacht. Level 3. Ja, bevor wir mit dem ganzen Bauen. So, hier mal leveln. LP würde ich auch mal setzen. Früh genug gebrochen. So eine Werkbank. Wie bauen wir die uns? Natürlich im Bauenmenü. Stehe ich das mal hier an der Wand auf. Dann können wir hier schon mal eine Holzkeule, damit wir ein bisschen bewaffnet sind. Ja, eine Fackel. Wir sollten schnell mal ein Lagerfeuer machen. Dann brauchen wir die Fackel nicht. Okay, und dann brauchen wir Stein und Holz. Sehr schnell. So, Stein können wir hier schon mal holen. Das ist kein Stein, das ist Palium. Palium. Das brauchen wir dann, ich glaube, für Technologie am meisten. Aber vor allem für die Prallwelle hier. Das ist auch kein Stein, das ist Erz. Muss mal so bald wie möglich. Eine Axt machen, damit ich mal Holz fällen kann.
Axt. Öffne mit Escape das Option zu mir und schau dir den Survival Guide an. Ja. Survival Guide. Du musst noch einmal reinschauen. Juhu. Tutorial nie gelesen. Pal. Sollen wir freischalten. Das Bauwerk brauchen wir auch ganz dringend. Feuer brauchen wir auch sehr, sehr dringend. Hier können wir dann. Bett ist auch überlebenswichtig. Holztruhe wird später noch wichtig. Das Ding habe ich immer noch nicht verstanden. Nach 10 bis 12 Stunden, die ich schon privat gespielt habe. Stoff. Pralstrudel. So, man haben wir Pfeil, aber keinen Bogen. Interessant. So, jetzt sollten wir uns mal ein Baumenü angucken. Holz brauchen wir ganz dringend. Mal ein Lagerfeuer zu machen, sonst wird's unspaßig. Und so bald wie möglich im Bett. Fast wie in Minecraft. Was ist das hier? Ich meine, Creeper kommen hier nicht und die Kreaturen greifen noch nicht an, aber. So können wir vielleicht mal clever sein und. Bauen vielleicht erstmal. Jetzt bauen wir uns ein Holzfundament. Weil hier natürlich nichts gerade stehen kann. Schönen Ort habe ich mir ausgesucht. Dieses scheinbar schräg. Ich werde es noch so bereuen. Holzwand hin. Ich kann auch ein Völker bauen, aber jetzt machen wir hier ein Holzdach hin. Können hier im Bett. Holz und Wolle brauchen wir. Mist. So, Wolle gibt uns ein Schafbuchen. Das Licht unten. Yep, jetzt wird es kalt. Sollten wir mal schnell ein Lagerfeuer machen. Das mit der Wolle rennt. Ich glaube, hier ist irgendwo ein Schaf. Das baue ich mal einfach hier hin. Jetzt kriege ich hier schon Kälteschaden. Ist hier nicht mehr kalt. Machen wir uns doch mal eine Fackel. Wird die Werkbank mal dringend mehr am Haus bauen.
Nachts ist es hier wirklich sehr viel kälter als draußen. Daher müssen wir aufpassen, dass wir ein bisschen Feuer bei uns haben. So sieht's aus. Die zum Schlaf überraschen ist ein bisschen dumm, aber ein bisschen gemein auch. Wir brauchen ein bisschen Wonne. Oh, Hunger haben wir auch. Dafür gibt es auch Beeren, aber ein Stückchen Fleisch habe ich mir genommen. Hier mal ein Lampball, das sollten wir mal fangen. Mit der Axt drauf einschlagen, mit dem mit der Packe im Schlaf überrascht die Kies. Oh nein, ist es gestorben? Nein, ist nicht. Komm rein. Sehr schön. Dann haben wir einen Ball. Und ich werde mal hier gleich mal die Ausdauer erhöhen. Haben wir jetzt Wolle? Die haben wir. Können wir die Nacht schon skippen, wenn wir ein Bett bauen? Ein bisschen Holz fehlt noch. Da drüben sind Beeren. Ich bin Hunger. Die Axt auszuwählen ist natürlich ein bisschen schwierig. Im Dunkeln, nichts sehend. Frierend. Abholzen. Bitte. Basteln wir uns schon im Bett. Das war schon mal das Wichtigste. Noch ein hübsches Fenster dran. Immer schlafen. Und die erste Nacht überlebt. Juhu. Ja, das erste. Oh, es muss nicht neu hübsch sein. Jetzt hier erstmal eine kleine Bruchbude bauen. Einen Stein brauchen wir noch direkt hier. Und das Lager hier öffnen. Das Pralbox. Zu nah an einem Bossbauwerk. Oha. Haben wir hier vorne einen Boss. Eine Boss-Ebene. Franz, fantastisch. Ich hab's gewusst, dass hier einfach einen Bossmann reinbauen. Ah, hier. Ziemlich dummen Fleck ausgesucht, scheint mir.
Ja, wo packen wir das jetzt? In das Ding. Halt im Boden steckend. Holztruhe sitzt ein Pal für Arbeit im Lager ein. Jetzt haben wir das Pal-Management. Können wir zum Beispiel das Schaf hier mal Standby im Lager einsetzen. Für Pals wäre ja. So fürs Tutorial auch. Essensknick von Hunger zu stillen. Bären müssen auch gleich mal jagen geben. Ein paar ist hier, da brauchen wir noch Stein für. Guck mal, das kommt, das Paar kommt jetzt auch her und hilft beim Arbeiten. Wunderschön. Dem neuen Level, wie wir das Lager aufwerten, können wir mehr Preis ins Lager setzen. Ah, Preis, die kein Bett haben, mit einem schlechten Laune. Ich muss jetzt auch mal ein paar Betten bauen. Wollten wir jetzt, wozu hat das noch gefehlt? Die Kiste wollen wir bauen. Stein brauchen wir für die Preissphäre. Ich habe wahrscheinlich auch hier am dümmst anzunehmen. Punkt gebaut, den man hätte machen, nehmen können. Und früher oder später werden wir noch umziehen. Einen anderen Ort ziehen. Eine weitere Basis bauen. Es wäre eine Kommentar machen. Von 5 Lampen ist dann in der nächsten Mission 30 Preis. So eine Box müssen wir bauen. Können wir ein Haus platzieren. Fehlt mir Holz. Ist doch wieder skandalös. Wo ist der Bauradius? Der aufhört. Rotbeeren. Lecker essen. Da sind wir wieder satt. Soll ich hier noch eine Wand treiben? Neben die Wand. Schief und schräg. Aber wir haben Abhang hausen.
kann dann mal helfen, dann geht das viel schneller. Wir können jetzt Sachen reintun. Jetzt können wir auf Level Stufe 2. Stufe 3 sogar schon. Baufuttertrog, Baupalstrohbett. Bei 3 können wir jetzt schon haben, wir haben aber erst 2. Das zweite aber auch schon mal ins Lager mit rein. Muss ich mal weiter. Ich baue erstmal hier. Oh, ja, gar nicht regelmäßig. Ist nicht genug Material. Mist. Ich muss Holz jagen gehen. Die spawnt ja alles zum Glück. Fast zu kurz. Das keine Blockhütte hier bauen. Die Tür muss unbedingt rein. Bauen wir uns mal hier hin. Mach hier noch Fenster rein. Machen wir das erstmal so oder nicht? Na, baut man das auch. Ein Bett. Ich brauche mehr Holz. Ja, es reicht erstmal. Fürs Erste. So viel Wände und kein Dach. Ich glaube, ich brauche mal eine Treppe. Arbeitet richtig fix. Und gerade kann es nicht helfen kommen. Wahrscheinlich weil wir da keinen selbst klettern müssen. Holz braucht's. Und hier eine Treppe. Sehr schön. Ein Händler. Hat eine Waffe. Oh nein, er ist tot. Mist. Ich würde den Händler fangen. Das ist natürlich hier möglich. Ich brauche erstmal eine, ja. Halbe Sphären.
erstmal das Wichtigste, die Betten. Das sind für unsere zwei hier schon. Kann ich auch gleich mal 4 oder 5 machen. Und hier. Vorgesorgt ist. Okay, 3 Strohbeuten habe ich gleich. Futtertrog. Müssen bei Technologien jetzt noch freischalten. Futtertrog. Und Kleidung. Sehr wichtig, der Bogen. Normaler Schild. Da kommt mal ein Steinsperr. Muss mal die Werkbank mehr ranholen. Zwei Stoff brauchen wir dafür. Da kriegen wir aus Wolle. Gibt Wolle scharf. Schon das ist eine Kiste. Das haben wir die Paar wahrscheinlich reingetan. Im Extremfall kriegt man dadurch, dass man Preis tötet. Und wir sollten sowas wollen. Okay, wieder eine Preis wieder, aber dann können wir unser drittes Pral fangen. Ich habe doch schon irgendwo ein sämtliches gesehen. Das Feuerpral. Dumme Fuchs. Level 4. Gewagt. Ja, wenn es hier am Anfang steht, das ist gefährlich. Na gut. Das fangen wir also nicht. Das kommt jetzt mal runter zu uns. Oh nein, es hat den Heirat bei uns. Ich habe noch keinen Fernbogen. Steht deutlich über mir. Oh, ich habe das Spiel verwacht. Sehr schön. Hat nicht sehr lange gedauert. Kriegt keine neue Ausdauer mehr. Schön, schön. Ich kann das Paar nicht angreifen. Okay, das Paar fangen. 7%. Fangwahrscheinlichkeit. Jetzt habe ich wieder Ausdauer. Mist. Jetzt lang gerade. Ja, jetzt spielt gerade der Palworld Soundtrack. Meine Playlist im Grund. Weil die meiste Zeit läuft ja kein Soundtrack, deswegen nie. Ich brauche mehr Pals. Holz brauche ich diesmal. Hier haben wir
Ne, legendäre Pokémon sind das nicht. Prahl sind das nicht. Das spielt nichts mit Pokémon zu tun. Nein, warum nicht? Ich habe Angst, weil das Spiel mir gesagt hat, dass ich hier in einer Boss-Area dran bin. Area Power. Und wenn einfach der Bossgegner hier drin spawnt. In meinem Haus. Ist doch Blödsinn, mal hier noch eine neue Werkbank. Habe ich gerade falsch rum aufgestellt? Aufstellen. Das ist ein nah besonderer Boss. Shit. Schon wieder falsch rum aufgestellt, egal. Das so rumbauen. Ich sehe nicht, wie rum das das baut. Ach, ich liebe es. Gegenstände reparieren. Oh, vier Stück können wir machen. Wäre doch nur ein Anfang. Lampe hat vier Sphären erstellt. Futtertrog, dann Holz für. Ach. Hier ist doch genug Holz. So, das Ding dürfte Ausdauer leveln. Das Paar lässt nochmal einen Frieden, das ist. Jetzt mir angezeigt, Level 15. Das wäre Selbstmord, ihn anzugreifen, wenn wir bei Level 4 sind. Das Feuerviech ist nicht mehr hier. Es gibt zu viele Gegenstände drin. Yay. Schleich mal zum Lager zurück. Bis zum Glück in der Nähe. Kann ich da mal eine Kiste packen? Die Playlist ist gut. Ich habe YouTube wieder benutzt.
Schon wieder Abend. Ach, da ist der Boss. Wird sich hoffentlich nicht gestört. Kleine Palsäne. So machen wir es. Ich wollte einen Futtertrog bauen. Kann ich auch jetzt. Dann bauen wir mal hier gleich direkt in die Kiste. Jetzt zum Beispiel die Beeren reinlegen. Oha, Statuspunkte. Ausdauer brauchen wir ganz dringend. Und schlafen. Zweiter Tag verbracht. Kann das Lager verbessern. Bärengarten sitzt ein paar Arbeiten im Lager ein. Hier wahrscheinlich ist gemeint. Ich habe noch nicht genug. Ich muss noch Preis. Ich muss jetzt mal nicht Preis holen. Immer noch ein paar Süße. Ein paar Süßis. Gehen wir auch Kohle oder? Na komm, na komm, na komm. Den Krimis haben wir gefangen. Noch so ein Wackelpudding oben. Ein Frettchen würde ich auch gerne mal wieder fangen. Ich müsste ja fünf Paar, fünf. Lampe fangen. Machen wir das doch gleich. Oder nicht. Nummer 2. Dadurch kriege ich Erfahrungspunkte und ein höheres Level. Muss reichen. Nummer 3. Und Nummer 5. Sehr schön. So 30 Preis müssen wir fangen. Und Lager auf Stufe 7. Und dann nimm deine Ausrüstung und deine Preis, mach dich bereit und beziehe den Boss im Turm des Rhein, den Wegwärts, bis der Gloria zu schließen. Ja, da müssen wir erstmal. Das mache ich nicht, bevor ich nicht
ein höheres Level habe. Ein halbwegs ordentliches Team. Na komm. Schwer zu treffen. Shit. Wir können ein paar Sphären, ja. Oh, ich bin hungrig. Waffenbruch. Können wir doch gleich im Lager abholen. Preisfähren, um genau zu sein. Kann man Krimis hinpacken? Krimis kann nicht wirklich viel. Kann Beet helfen und bauen ganz. Lampen sind momentan hilfreichsten. Ah, jetzt haben wir hier 4 im Lager, da bräuchten wir auch mal 4 Betten. Das baue ich ja schon. Ah, das klappt leider nicht. Nur 2 hier rein, die kriegen wir voll. Und 6 in einer. 6 im Los. So, sehr schön, aber schon mal 6 Stück. Guck mal draußen weiterbauen. Zwei wird das nicht kommen, aber hier ist noch ein siebtes. Haben wir erstmal vorgesucht. Ach ja, Waffen reparieren. Keinen Bogen sollten wir auch mal machen. Da haben wir Stein für.
jetzt auch kaputt. Wir haben es noch nicht gefixt. Reparieren. Das muss auch mal repariert werden. Jo. So macht man es. Bordeaux-Set für Bauwerke. Den können wir reparieren. Zwei Stoff, kriegen wir einen Stoff her. Wolle haben wir genug. Kleidung. Einmal herstellen bitte. Das sieht noch gleich viel besser aus. Auf Level 6. Verteidigung, ja. Auch richtig, aber ich gehe erstmal auf Ausdauer. Ausdauer ist enorm wichtig. Das Spiel macht richtig süchtig, also muss ich mal. Weiß nicht, wie das beim Zuschauen ist. Ob das toll zum Zuschauen ist, aber. Also. Selber spielen macht echt. Kann man echt die Zeit bei verlieren. Das werden wir jetzt immer montags und freitags spielen. Da wird. Nass. Und nicht bald mal vorankommen. Irgendwann ein riesiges Lager haben. Und abhauen und irgendwo anders ein neues Lager machen. Bärengarten müssen wir noch bauen. Dann wird hier leider nicht benachrichtigt, dass man was Neues machen kann. Bärengarten. Steinschwer, ja unbedingt. Alarmglocke. Falle. Gleitschirm, oh ja. Feuerbogen. Infrarot Leiter. Sehr wichtig. Eigentlich nicht. Obwohl, da können wir ein bisschen weiter fliegen und auf den Klippen springen. Nicht nur auf die Nase. Ungefähr so. Nur ebenerdig. Bisschen schwierig. Nur das Lager erhöhen? Ne, da müssen wir erstmal. Das Beet. Das Beet, das Beet. Das haben wir gerade freigeschaltet. Und keine Ressourcen. Stein und Holz. Da haben wir.
paar sammeln auch um sich ein. Schmeiß eine Kiste. Zwei Holz und Stein rausnehmen. Stein brauchen wir. Stein, Stein, Stein. Ja, und jetzt sehen wir den Ball, wie viel wir tragen können. So, Bärenbeet. Der Set des Hungers. Vielleicht können wir hier mal einen Anbau machen. Abbauen. Das wollte ich nicht. Mal zurückbauen. Reicht es noch für das Bärenbild? Ja, selbstverständlich nicht. Hier braucht es meine Treppe. Da brauchen wir auch bald einen Wasser-Pokémon. Kein Ende von denen sehen. Ja, wir können verbessern. Stufe 5. Opal-Ausrüstung, Zwergbund und Statue der Kraft. Können wir noch nicht. So, wie sieht es hier aus? Ah, wir können einen mehr einpacken. Chemis konnte doch schon pflanzen. Müssen wir die Samen in die Box tun. Holz. Das ist nicht hungrig.
Noch Futterbox, noch links drin. Pack ich das mal hier rein. Vielleicht können wir mal über dem Feuer braten gehen. Oha. Dritte Beeren können wir machen. Das Spiel ruckelt ziemlich, sehe ich gerade im Stream. Hoffen wir, dass Navi die in der Aufnahme nicht parallel mit dem OBS mache, etwas flüssig läuft. Jetzt können wir noch Lammballfleisch. Wird den schmecken, den dann beiß. Ich glaube, gegrillte Beeren bringen mehr als. Wieso? Jetzt wüsste ich nicht wieso. Wieso ich hier koche? Jetzt bin ich hier rein hier. Das können wir selbst mal essen. Oha. Das bringt ziemlich viel. Die Tür ist nur Deko, die bleibt die ganze Zeit offen. Holz und Stein. Also mit dem des Prahls vernachlässige ich jetzt ein bisschen. Ich bin eher hier am Bauen, aber. Pralfang, da kommen auch noch dazu. Und Wasser und Pral sollten wir uns bald möglichst holen, um das Feld zu begießen. Jetzt können wir nicht mit den Tränen unserer Gegner, sondern da muss ein Wasserpral hingehen.
dich, wenn ich mir. Ich glaube, wir können den Preis auch Namen geben. Ah. Osterbutton. Mist. Na komm, rein mit dir. Na komm. Na komm. Na komm. Sehr schön. Box. Ja, mit Katja, das können wir auch gebrauchen. Ein paar Sphäre. Bleib hier. Katze. Krieg dich. Und abhaust oder nicht. Nehme ich eine andere. Nur nicht dich. Kennt ihr im Kreis? Was denkst du, wer du bist? Und dafür war der Pfeil und Bogen jetzt sehr geeignet. Um sowas am Abhauen zu hindern. So viel Aufwand für ein paar. Es will nicht gefangen werden. Ich aus Versehen den Boss schlagen. Denke ich mir auch täglich auf Arbeit. Nee, Spaß. Oh, Save Point. Schnellreise. Ah. Hast mich zur Familie gebracht. Die sind verdammt schnell. Die Katzis. Mir kommt ihr nicht. Doch, das tut hier. Na, das wäre ein jämmerliches Spielchen. Hier haben wir noch etwas. Liftmuck-Stadtwerte. Was bist du denn hier? Oh nein, ich hab's getötet. Eine rote Beere. Der 5 Veteran. Nee, ich greif die nur mit Level 1 an. Den Fehler habe ich schon mal gemacht im ersten Durchlauf. Ist da den. Den 5 Gegner angegriffen habe und dann. Ich zeig's euch nicht, was dann passiert ist. Das ist einfach ein bisschen lästig. Und ein US-Pral. Jetzt sind wir hier schon in der Küste. Ich finde hier auch gleich mal ein Wasser-Pokémon. Oh, Negasphäre. Und dann der stärkeren Pals gebrochen.
Lass mal hier kurz die Playlist mit aktivieren. Weil die ganze Zeit aus. Hat ja auch nicht gejuckt. Zu weit raus. Komm ich nicht hin. Ich bin nur wegen am Strand hier. Na komm. Neue Stufe. Arbeitstempo wäre auch gut. Gehen wir auf Gewicht. Sollen wir schleppen können. Und da ist der Turm. Da sollten wir noch nicht hin, aber früher oder später werden wir da hin. Da ist der Bosskampf drin. Endlich brauche ich Pingolett. Wussten du. Das hat wohl nicht geklappt. Na komm, bitte. Na, ach verdammt. Ja, sehr schön. Noch grün mit. Diese verschwendeten Bälle war. Naja, kann man auch was kochen. Ja. Das ist zeitig. Ich glaube, ich habe mich da nicht schon mehr gefangen. Pinkes Ei. Und Ei suchen. Gewöhnliches Ei. Ja, du bist Ärger. Du bist kriegen. Na komm her. So Mist. Einen habe ich noch. Das ist für dich bestimmt. Der wieder ab. Und was haben wir denn hier? Level 3. Na dann.
Dann greife mich dir doch. Oha. Rückstoß. Rückstoß extrem. Raschor. Raschauer. Oh nein. Ich wollte es nicht aussprechen, aber. Oh, der hat HP. Ein Waffengeruch. Okay, hinter versuchen. Muss reichen. Na komm. Cool, das hatte ich noch gar nicht. Das kenne ich noch gar nicht, dieses Mal. Gehen wir zurück zum Lager. Ach Mist, jetzt haben wir ein neues und das kann ich fangen. Fuck. Ich muss laut Fuck. Da ist noch mehr von der Sorte. Für den Kampf sehr gut. Wir können einiges. Wir können gut attackieren. Mal schauen, was die im Lager kriegen. Ich schleppe zu viel. Hier ist nicht mein Lager. So, ich mal die Erze. Hier bin ich. Muss ich eine Schnellreise machen? Nein, gerade nicht. Und hier ist irgendwo eine Statue. Wo ich denn hier hin suche? Wo bin ich denn hierher gekommen? Für irgendeinen verlässlichen Miniz, oh Gott. Nein, wir angegriffen von Level 30. Kleines Dorf. Ich will nur mal kurz. Schnellreise. Hinten waren wir jetzt schon ein kleinen Dorf. Das müssen wir erst später hingehen. Das ist da waren Level 30 Gegner. Aber eine Schnellreise haben wir doch schon mal. Falls wir später hin wollen. So, jetzt haben wir auf jeden Fall ein Pingulett. Das können wir hier mal austauschen. Pingulett kann schon mal gießen. Die Katwiler sind sehr hilfreich. Und ich kann Stein abbauen. Sehr schön.
Also Team sollten wir uns mal ein anderes nehmen, ein anderes. Das wäre das rasch oder so. Das Foxbox können wir doch mal benennen. Nicht aus dem Wii. Jetzt kommt man mit ins Team. Wird hier schon angebaut. Aussehen will irgendwie keiner. Mit 30 Preisen sind wir auch schon sehr weit. Jetzt können wir erstmal gewässert werden. Sehr schön. Natürlich fehlt hier Holz. Stein fehlt noch. Da gibt es gerade den jetzt ab. Stein, ich brauche Stein. Hungrig bin ich schon wieder. Und Holzkohle sollte ich mal wegschmeißen. Ist mir inzwischen. Oh. Oh oh. Schon wieder getötet oder was? Ach Mist, verdammt. Das soll ich nicht im Lager machen, während die Preis alle angreifen können. Den nächsten Händler getötet. Irgendwann fangen wir uns ein. Hungrig Waffendruck. Ah, hier, jetzt können wir endlich eine Fliege machen. Passt das hier hin? Natürlich nicht. Muss hier oben hinpassen. Oder hier irgendwo hin. Ich muss jetzt noch Platz suchen. Im optimalsten Nutzen auch nicht unter der Erde. Ich habe hier echt schlecht gebaut. Na komm. Fantastisch.
in den Berg reingebaut. Wir müssen irgendwie mit diesem unperfekten Lager leben, dass wir hier ein bisschen am Berghang, teilweise in den Berg reinbauen. Jetzt einmal schlafen gehen. Sollte man langsam ein Dach aufs Haus setzen. Oh, Flugpfahl. Neues Level. Ja, definitiv Feuerrüstung rein. Bräuchte noch mal Feuer und Bogen für. Holz können wir noch nicht abtragen. Stein sehr zuverlässig. So, Holz. Da mach du mal, ich geh hier. Und das Lauschen auch besser können. Kratos ist uns Statue der Kraft, okay. Dann dazwischen. Den Sattel. Statue der Kraft. Standfackel. Baseballschläger. Jetzt haben wir den Steinspeer ein bisschen begangen. Pfeile, Brandpfeile. Nur damit eh nicht benutzen. Dreißig von der Munition macht doch was.
Ist der Vogel natürlich weg. Oh, Standfackel. Auch schön. Und das hier wahrscheinlich noch nicht gebrauchen. Statut Kraft. Statut Kraft können wir hier hinpacken. Gut sichtbar auf dem Hügel. Abgekehrt vom Augen. Naja, egal. Bewacht uns halt, schaut nach draußen, dass nichts passiert. Eigene Fähigkeiten verbessern, dann geschickt. Durch diese Start, diese grüne Statue können wir das machen. Spawn, ja. Das einzige, was wir noch selbst abbauen müssen. Oh, das ist der Vogel. Schaffen wir uns den zu fangen. Level 9. Oha. Gewagte Sache. Nightwing. Oha, erster Tod. Na warte. Ich fange mich mir. Der Große greift uns nicht an. Dann sind wir wirklich geliefert. Jetzt wird nur größer zu groß für uns. Oh, bin ausgewichen. Na komm. Wo ist er hin? Nein. Hat irgendjemand von euch Idioten den Großen angegriffen? Ja, jemand hat den Riesigen angegriffen. Und jetzt haben wir das Mammorest gegen uns. An unserem Lager.
würde sagen, Game Over. Ja, das haben wir verkackt. Das Viech ist tot. Wie stellt ihr euch das denn vor, Leute? Kämpfer gegen 38er Marmorist. Mit Level 5 und 6 Preis. Ihr Idioten! Ich nur den Vogel fangen und jetzt sammelt alle tot. Wir haben den 100 HP abgezogen. Das ist jetzt permanent feindlich. Fantastisch. Großartige Leistung. Du versuchst gar nicht mal den anzugreifen. Das ist. Und ich da jetzt mit Feuerpfeilen reingehe. Dieses. Auf die Box mit euch. Holz und Stoff brauche ich dafür. Zwei Stock übrig. Okay, Holz sammeln gehen. Jetzt haben wir das Marmorist angegriffen. Nein, ganz. Das wird jetzt nicht zum permanenten Problem. Irgendwann können wir das besiegen. Im besten Fall fangen. Und wohl noch zwei Stück noch. Weltbank. Nehmen wir hier hin. Das Paar liegt ein bisschen ein. Die anderen schon fertig? Nö, noch nicht.
so permanent diese Bosslast über dem Lager. Sehr schön. Das mal herstellen. Das müssen die machen. In 6 Minuten. Versucht mal was. Wahrscheinlich eine 0,02%ige Chance, dass das jetzt klappt. 0,00. Breit einfach ab. Ne, den sollen wir nicht. Jetzt habe ich es aktiv angegriffen, jetzt gibt es Ärger. Wir haben hier einen Fluss dazwischen. Nö, haben wir nicht. Ob das jetzt das Lager ab oder was? Wir sind am Arsch. Die Hände, wenn man die angreift, die hauen wenigstens nach dem Tod ab. Mal schauen, ob das Boss irgendwie abhaut. Um das nicht mehr öffnen. Gut, wenn wir eh hier einsteigen können. Das gehe ich mal kurz. Nicht mit der Axt. Jetzt soll ich mal eigentlich mal den Steinsperr erstellen. Die bleibt auch mal schön drin. Der macht schon gleich ein bisschen mehr Schaden. Das ist die Keule zumindest. Mit 30 Holz können wir noch Baseballschläger machen. Ich weiß nicht, ob das gleich besser ist noch. Das ist der Steinsperr. Mit genug Ausdauer könnte man dann fast den Boss fertig kriegen. Müssen wir wahrscheinlich nur 100 Mal neu spawnen. Lassen. Guck mal, was der Baseballschläger kann. Ich mache dir schon ein bisschen Schaden. Mal das schöne Liebe. Wenn wir das dann ausschalten irgendwie. 4000 HP und 3900 jetzt. Ich bin bescheuert. Könnte der Feuerbogen was tun? Da ist ein Pflanzenpfahl. So, 50 Angriff.
Sperrt immerhin 35, okay. Sperrges gibt's. Holz und Stein brauchen wir nur. Stein brauchen wir nur einen einzigen. Ist hier bestimmt noch einer drin. Dann bleibt alle mal schön im Lager. Auch mal ins Lager zurück. Das mache ich auf eigene Verantwortung. Das gibt's doch nicht. Einstein hier noch irgendwo. Eindeutig einstellen. Die dauern immer so lange, die aufwendigen Gegenstände. Du kannst mal helfen kommen beim Bauen. Oder essen wir auch nicht schlecht. Weiter rechts nicht mehr. Feuerdüse hat nur noch eine. Aber nicht. Dann hat sich das. Immer den können wir noch nicht. Giftfall, oh gut. Zu kleinere brauchen wir noch und Holz von der Lager. Okay, scheiße, jetzt kriegt man auf alles. Und die hier drauf. Ich mach so 10 Schaden oder so. 50 Schaden. Der Hit, der mit der One-Hit hat mich. Sehr schön. Es dauert Jahre, bis wir den besiegt haben. Das 100er für 100er kommen wir vielleicht irgendwann runter. Na. Vergiss, dass ich das im Nahkampf hinkriege. Ich mit Feuerpfeilen irgendwann sollte der. Habe ich keine Pfeile mehr? Fantastisch. Und der wundert mich gleich. Mein Preis haben ihn angegriffen. Ich kann da nichts dafür. Versuche ich verzweifelt meinen Lager zu verteidigen.
Rüstung beschädigt. Was ist das für eine? Kriegen wir wirklich nicht down. Also die 900, ich kriege immer die 900 weg. Das ist wirklich ein sinnloser Versuch. Das kriegen wir den irgendwann auf 3800, aber er denkt sich gerade hier, was diese Ameise, die mich angreift. Zumindest greift er nicht random an, wenn er angegriffen wird. Ich hoffe, die Preise halten mich da jetzt ein bisschen zurück. Den Zettel haben wir jetzt. Und Stoff für. Legt euch aber jetzt nicht wieder mit dem Großen an. Ah, der kann eine Pflanze. Ah, jetzt wird hier angesehen. Sehr schön. Funktioniert das jetzt wenigstens mal. Und die Kölle kann ich da mal entzogen. Ich brauche mal Stoff. Ausrüstung mal reparieren. Nötigste Farmarbeit. Und da brauchen wir so ein Wunderblatt mit reinlegen. Beidet. Gibst du denn Wolle oder was? Wenn du beiden bist.
die spawnt das im Berg. Das wäre noch mal lustiger. Oh, 96, ich sollte mal wieder Preis von dem Wind. Einen Schild machen wir mal. Da gibt es noch nichts. Punkte hierfür. Grünen, wo man ein paar weiß. Zum Beispiel das Feuerguss. Das wächst da drüben. Das gibt Preis für mich, finde ich nicht. Ach so, sind auch beide. Die anderen. Als ob. Fürst du wohl. So nämlich. Nummer 2. Schauen wir mal, ob wir hier noch andere Pals finden. Nicht zu weit rausgehen. So, ich will uns Lage von den anderen reingeben. Ich glaube, den großen müssen wir dann auch dann besiegen. War. Wenn wir selbst Level 38 sind und Schusswaffen haben. Nicht mal treffen können. Wenn ich angegriffen oder was? Oh, Nightwing. Das kann es auch killen, aber. Level 10 sogar. Ich habe gar keine, was mache ich? Wenn sich mal hinsetzt, bin was versuchen. Ich auch schon Level 8. Arbeite mal an den 30 Pfeil sammeln. Das ist Level 5.
Riskant, riskant. Kann ich euch mal zeigen, was passiert, wenn wir es verkacken? Ich habe Baseballschläger. Das wird man hinkriegen. Ja, genau das. Jetzt haben wir den getötet, so ein Mist. Aber der 40 Miliz ging die schon mal nicht an. Und nicht gegen alle. Aber die lassen mich in Ruhe, wenn bei denen nur getötet wurden. Jetzt müssen wir mein Zeug wiederholen, dort drüben. Haben wir genau in sein Revier da. Was für eine blöde Idee. Ich hätte ihn fangen können sogar. Ich hab da auch nochmal. Ich hab ihn besiegt. Stattdessen. Prozent spielen mal zwischendrin. Hier waren wir nicht, da sollten wir mal weiter. Ein bisschen weiter Richtung Turm. Drittes Fuchspass. Bleibst du hier? Na, sehr schön. Mit 22. Oh, nein. Heiß sein. Was haben wir denn drüben? Sein neues, das kennen wir noch nicht. Pflanzenpal. Mund. Wieder schnell unterwegs hier. Und Level 11, jetzt werde ich hier angegriffen. Ach, Scheiße, die explodieren. Wie zum explosive Vögel. Das hat ja noch nie. Oh, Bonne.
Muss jetzt natürlich erstmal hinlatschen. Da wir dann noch keinen schnellen Reisespot haben. Den Großen haben wir natürlich nicht mit dabei. Könnten wir mal reiten. Fällt mir auf. Ich dachte, wir was mitnehmen. Wir sollten da mal einen Safe Point finden. Oha, nee, Pöcker. Da drüben habe ich mein Loot verloren. An mein Zeug. Kann ich mich selbst looten. Tiefhand. Tiefhand. Genau. Was habe ich denn hier ausgerüstet? Schießpulver, oha. Ich glaube, da sind wir schon ein bisschen weiter als wir sollten. Level 10 Gegner sind wir noch ein bisschen zu hoch. Also bevor wir uns im Bosskampf gehen, sollten wir hier Level 10 Gegner auch hinkriegen. Ich kann es gerade mal mit Map ausprobieren. Zu zweit könnte es schwierig werden. Den Down kriege. Ob die mich down kriegen. Blut, die beschädigt ist. Ja, ich bin am Arsch. Bestätigt. Wir beziehen Gegner. Lass mal lieber. Und diese Bugs hier. Dieses Glitschen hier am Boden. Das ist mein Zeug zu holen. Wenn der Marmor rest, geht's dann so. Bis noch Ausrüstung, Ausdauer gehen.
Wait a second. Ich kann das Ganze ein bisschen abkürzen. Und dich mal ins Team. Das ist generell nicht schlecht. Selbst mir. Schweinsblock. Die Richtung müssen wir. Naja, so richtig. Schon gleich erschöpft. Dass das eine Pferdeform hat, ist nicht vermuten, dass wir hier bald so Pferde alles gibt. Es geht auch zumindest deutlich schneller, als wenn ich hier zu Fuß unterwegs wäre. Na gut. Oder ein paar Preis. Und Nummer 24. Ach Mist. Die Elefantenpuppenpal dort haben wir. Habe ich noch nicht gefangen. Pilze, das ist auch neu. Was seid ihr vom Level? Die sehen nicht nach einem niedrigen Level aus. Und die Schmuckpflicht können wir den jetzt mal. Glaubt das Ding ist größer als der Angriff. Ah, Mist. Palsaft, das brauchen wir später noch. Interessanter Baum hier.
Sehr schön. Ich kriege noch einen Tiefhand. Ist das der Tote? Ja, den haben wir da. Das Spiel ist unheimlich groß. Wir sind immer noch im Tutorial. Landball Nummer 6. Oh, Tanzi. Das haben wir noch nicht. Oh nein, ausgebüxt. Oh, jetzt haben wir den nächsten Boss. Bitte nicht. Ich hab dich nicht angegriffen. Chill jetzt. Wo können wir denn eigentlich benennen? Ändern, hier können wir, was mit dem Team ist. Bis 20 können wir uns noch holen. Na komm. Bleibst du mal hier? Linkes Kerlchen. Na komm, Nummer 30. Sehr schön. Machen wir das auch. So noch das Lager auf Stufe 7 bringen. Und da drüben ist der Turm. Hier ist auch ein Safe, irgendwo, wo wir hinfliegen können, später. Schnellreisen können, wo wir hin. Schnellreisen können. Der Richtung Turm muss noch eins sein. Zu hart das Spiel hier. Jetzt ein paar Problemchen. Zu dicht an den Turm dran sollten wir noch nicht.
Vielleicht gibt es einen Schnellreisepunkt vor dem. Ja, genau hier. Sollten wir uns den schon mal nehmen. Und zwar, wenn wir so weit sind. Um das Reisesyndikat. Können wir hier schnell reisen. Das Mammut ist so ein Mist. Bisschen Holz. Einen schönen Steinbruch hinpacken. Da müssen wir erst freischalten. Zu kleinerer. Das können wir auch nicht brauchen. Ja, die Kleidung muss noch ein bisschen warten. Richtungsgegenstände. Können wir den Großen mal wieder ins Lager stecken. Gut, dann anbauen. Und bitte nicht den... Und Tanzi, du kommst mal... mit rein. Nicht angreifen wollte. Depressiv. Wie ist denn das passiert? Der Spieltrupp greift das da an. Da müssen wir gleich mal raus. Das gibt's ja nicht. Hier gerade bauen. Holz brauche ich. Ich brauche Holz für alles. Ich brauche noch ein bisschen. Die sind nicht so stark. Spieltrupp. Jetzt haben wir ein Problem. Und Level ab. Jetzt muss ich mal auf Angriff leveln, wo wir gerade angegriffen werden. Ohne Rüstung ist das ein bisschen scheiße. Ich kann nicht mehr einen von dem Spieltrupp fangen. Und den sollten wir reparieren.
Kann man die Rüstung jetzt mal reparieren? Ein Stoff. Und noch jede Menge. Jetzt fertig hier. Ah, zu wenig Holz. Jetzt wieder abgehauen oder was? Ich glaube, man ist schon besiegt. Spähtrupp. Das war nur der Spähtrupp. Die Kämpfer kommen nachher. Es liegt hier im Holz und Stein. Und Stein darfst du doch eigentlich nicht liegen. Wir müssen noch genug haben. Vielleicht warte, wie spät ist es? Albert macht er nicht. Wir müssen das Team durch mal langsam. Bei der Pfeile. Zu kleiner und Holz von der Lage. Wo ist das Holz hingegangen? Das habe ich ausgegeben, gerade fürs Bauen schon wieder. Kann ich vielleicht das noch bauen, dann habe ich auf Level 7. Folgen haben wir das Tutorial fast. Es gibt eben in diesem Stream. Jetzt noch die beiden. Die gebaut kriegen würden. Nicht geskippt, sondern durchgemacht. Immer nicht. Das hört sich von der Lage bringt uns aber gerade nichts. Wir haben noch keinen Pfeil, der Holz fällen kann. Nicht wahr. Da brauchen wir jetzt wieder. Na ja, komm, Waffenbuch.
58, warum brauchen wir so viel Holz? So, schon immer darüber mal wieder Holz. Stein brauchen wir. Sehr viel Wolle. Montag kann ich aber definitiv nicht lange machen. Da muss ich mal. Muss ein bisschen auf die Zeit achten. Er ist jetzt blendet noch mal ein bisschen. Stehen haben wir schon mal genug. Mal drüben in die Kiste tun. Ah, und hier haben wir unten jetzt abgebaut. Können wir das fallen lassen? Schießpulver, mit dem wir noch nichts anfangen können. Fachen ziehen, wo man das hier hinkriegt. Jetzt später bereuen. Den Zipper auf keinen Fall wegwerfen. Naja, es bringt gar nichts, umsonst weggeworfen. Das ist gleich dort. Ein Herz möchte ich mir abgeben. Hier wird geschlafen. Na, dann machen wir das auch mal. Ah, der bestimmt machen wir dann auch wieder. Ich stecke ja viel zu viel mit mir rum. Lustig. Oha. In meine Richtung. Ein Pfeil im Rückstück noch irgendwo. Können wir es fort bauen. Ich sehe da hinten eins. Du trägst zu viel.
Und hier ist ein. Darf ich natürlich nicht den ganzen Stein dort einsammeln. Das wird aber passieren. Wenn ich darunter zusammenbreche. Ich mal hier hin, weil da kein Platz ist. Und wenn alle dran arbeiten, das ist ja schnell. Wir sind nur noch jetzt aufnehmen können. Sehr schön. Der Besiegen erreicht. Und Feuerfeld haben wir jetzt. Und Feuerbogen ausrüsten. Kein Holz dafür. Naja, was soll's. Ja, läuft doch jetzt schon ziemlich gut. Na dann. Wird Zeit. Komische Tracht. Muss davon was machen. Stoff und Feuerdrüse. Stoff und Eisdrüse, davon haben wir gut. Stoff, Stoff, Stoff. Ich könnte mir Stoff machen. Stimmt. Ja, nicht so viel. Und ein neues Outfit. Eine verbesserte Rüstung. Ist nicht nur modisch nahezu. Tracht. Jung. Nutzungsverteidigung hat das und das hat nur 15. Da war ja noch Feuerdrüsen. Ja. Wird automatisch gespeichert. Sehr schön. Dann machen wir hier am Montag weiter mit. Etwas kürzer als heute. Zumindest nicht so bis so spät.
Ja, sind wir doch weit gekommen. Tutorial fast abgeschlossen. Und im nächsten Stream werden wir dann wahrscheinlich auch das Ganze abschließen und dann zum Syndikat gehen. Bis dann mal, wir sind jetzt schon Level 10 und dann noch ein bisschen Level 12, 13, und das können wir mal gucken. Wollen wir uns das mal trauen? Ein paar starke Pokémon mit, ein paar starke Prals mitnehmen. Muss das mal trauen. Gut, na dann. Das war ja mal ein erfolgreicher Stream. Da haben wir. Bin zu müde. Haben wir Plague der Requiem zusammen gespielt. Und in Power World sind wir auch ziemlich weit gekommen. Na gut, dann abonnieren können wir doch nicht. Und dann abonnieren. Schauen wir mal, wo ich euch noch hinschicken kann um diese Uhrzeit. Ja, so der Plan.